gaukelte fröhlich der Mückentanz. Die lieben Freunde liebten mich und teilten mit mir brüderlich, wo mein besten Braten und meinen letzten Dukaten. Das Glück ist fort, der Beutel leer und hab auch keine Freunde mehr. Erloschen ist der Sonnenglanz, zerstoben ist der Mückentanz. Die Freunde sowie die Mücke verschwinden mit dem Glücke. Der Kölner Stadtanzeiger hat gerade vorgestern eine Serie zum Thema Marx 200 begonnen. Und schon die Kölnische Zeitung, in deren Tradition sich ja der Stadtanzeiger gestellt hat, hat sich ja mit Marx ausführlich beschäftigt. Und so schrieb Dagobert Oppenheim damals an seinen Freund Karl Marx, dass der, Zitat, hündische Zensor von den Anhängern der Kölnischen Zeitung gegen Marx und seine Freunde aufgehetzt worden sei. In dem Stadtanzeiger-Artikel wird gesagt, Marx sei ein Utopist gewesen, wo er doch gerade sich von den utopischen Sozialisten abgrenzen wollte und sozusagen eine wissenschaftliche Begründung des Sozialismus schaffen wollte. Das werden wir heute versuchen, wieder in eine andere Richtung zu wenden, heute Abend, wenn wir auch den Wert von Realutopien neu begründen wollen. Kommunisten, heißt es in dem Artikel weiter, habe es erst mit der KPdSU in der Sowjetunion gegeben. Also sollte man doch gerade im Stadtanzeiger wissen, dass es schon 1848 einen Bund der Kommunisten gegeben hat, nicht zuletzt in Köln. Das sollte man doch berücksichtigen, wenn man über Karl Marx schreibt, denke ich mal. In Trier wird ein großes Festival gefeiert. Doch nach der Geburt und Schulzeit und Abitur verband Marx eigentlich wenig mit seiner Heimatstadt. In Köln dagegen wurde Marx zum Marxisten, der sich also eben auch mit sozialen Fragen beschäftigt hat, obwohl er immer diesen Begriff Marxist zu sein für sich abgelehnt hat. Hier wurde er mit 24 Jahren Redakteur der Rheinischen Zeitung. Hier schloss er sich dem Montagskränzchen an, der eine Keimzelle des Bundes der Kommunisten ist. Und hier mischte er mit bei der Organisierung der Arbeiterklasse in der 48er Revolution. Seine Zeit in Köln war zwar kurz, verglichen mit den Jahren im Exil in Paris, in Brüssel und in London, aber in keiner anderen deutschen Stadt hat Marx so viel gewirkt und bewirkt wie in Köln. Es geht jetzt nicht darum, lokalpatriotische Rechte auf Marx zu beanspruchen, aber ein wenig mehr Erinnerung an den großen Theoretiker und Politiker und an die revolutionären Traditionen dieser Stadt möchte schon sein, denke ich. Ein Wandel findet statt. Es werden Industriezweige vernichtet, die bis vor kurzem noch große Existenzberechtigung hatten. Arbeitstätigkeiten gehen verloren und völlig neue Arbeitstätigkeiten entstehen. Was der Marx nicht im Kopf gehabt hat, dass sozusagen das, was er beschrieben hat, diesen Prozess, und das Zweite, was er dazu beschrieben hat, war ja, dieser Prozess vollzieht sich nicht alleine in einer Region, der vollzieht sich nicht alleine in einem Staat, sondern er vollzieht sich nach und nach weltweit, weil er getrieben wird durch sozusagen den Zwang der Kapitalisten zur Akkumulation und immer weiter fortzuschreiten. Und deswegen die Antwort auf die erste Frage, dann mache ich da einen Haken hinter, weil ich komme am Ende da auch dazu. Ich gehe davon aus, digitale Transformation ist eine Produktivkraftentwicklung, die bestimmte Eigenheiten hat, die man analysieren muss. Aber sie macht genau das, was jede Stufe industrieller und sonstiger technologischer Entwicklung gemacht hat. Sie vernichtet Arbeitsplätze, aber sie schafft auch ganz viele neue fort. Was hat Marx dazu gesagt? Alles, was er gesagt hat, Weltmarkt, Globalisierung, ist absolut aktuell, aber sozusagen ein bisschen zu optimistisch, was Technologien angeht. Wir haben im Augenblick einen hochinteressanten Begriff, das heißt das Produktivitätsparadoxon. Seit 30 Jahren machen wir Digitalisierung, machen wir IT und alle sagen, ja, es wird alles viel produktiver, Arbeitsplätze werden überflüssig und sonst was alles. Und die Statistiker stellen fest, es gab noch nie so wenig Produktivitätswachstum in den USA, in Europa, wie in den letzten 10 Jahren. Das heißt, wir wälzen alles um, aber es kommt gar nicht viel mehr dabei raus für die Menschen zum Teil.
meine Erfahrung ist, wir haben diesen Prozess in den 70er, 80er Jahren so gelöst, dass die Älteren mit vorzeitigen Frühpensionierungsprogrammen, mit Steuergeldern finanziert, in Vorruhestand und wie immer die schönen Programme hießen, letzten Endes in die Arbeitslosigkeit geschickt worden ist, aber dafür ein bisschen mehr Geld gekriegt haben als Arbeitslosengeld. Diese Schnelligkeit von Technologieentwicklung haben wir sozusagen nicht gehabt. Und deswegen tritt jetzt das Problem auf. Wenn in der Schnelligkeit Produktionssachen sich ändern, Arbeitsplätze sich verändern, dann kann man das nicht mehr machen, dass man sagt, meinem Sohn sage ich, hör mal, nix hier mit Lehre bei Ford anfangen, du machst erstmal Studium und du machst IT oder du machst irgendwas, wo die kommenden Arbeitsplätze sind. Das war das alte Modell. Über Generationswechsel kriegen wir das ein bisschen hin. Und das wird nicht mehr gehen. Marx, digitale Transformation, damit beenden, dass ich sage, es ist nicht grundsätzlich was Neues, aber was wir betrachten müssen, ist, unter welchen Eigentumsverhältnissen findet das statt und wie können wir sozusagen solche Prozesse tatsächlich beherrschen, weil automatisch führen sie nicht zu einem höheren Glück der Menschheit und führen auch nicht dazu, dass die Menschheitsprobleme gelöst werden, sondern zum Teil führen sie sogar dazu, dass die Menschheitsprobleme größer werden. In dieser Broschüre Lohnarbeit und Kapital gibt es die erste Erkenntnis, die Arbeiter sind gegenüber dem Kapital in Konkurrenz untereinander gespalten. Und solange sie das sind, bringen sie auch im Prinzip nichts zustande. Und das, was sie bekommen, richtet sich alleine nach Angebot und Nachfrage. Aber hinter Angebot und Nachfrage, die einen Preis bilden, wo sich dann meistens die Arbeitnehmer in der Konkurrenz auch noch gegenseitig unterbieten, um überhaupt einen Job zu bekommen. Und ich sage einfach mal, das ist ein Phänomen, was wir heute noch in vielen Branchen haben. Und da geht es darum, letzten Endes, das kann man bis zu dem Minimum dessen, dass ein Arbeiter gerade so überleben kann. Und das sozusagen Bestechende bei Marx war, und das ist ja das heutige Thema auch, was hat Marx mit Gewerkschaften dann zu tun, war, dass Marx gesagt hat, nein, so einfach ist das Thema nicht, sondern die Arbeiter können, wenn sie sich organisieren, tatsächlich auch Erfolge erringen in dem Sinne, dass tatsächlich dieser Wert der Arbeitskraft nicht nur rein physisch bestimmt wird durch das Minimum dessen, was man braucht an Lebensmittel, an Wohnung, an Geld für die Erziehung der nachwachsenden Generation, an Bezahlung von eventuell Arztkosten, wenn man krank geworden ist, sondern es gibt ein historisch-moralisches Element, und in diesem historisch-moralischen Element ist drinne die Kampfkraft der Arbeitnehmer selber. Die beiden Sachen, die standen in Lohnarbeit und Kapital drin und damit hatte der Marx eine Begründung dafür, dass es überhaupt Sinn macht, gewerkschaftlich zu arbeiten. Aber letzten Endes tun die Gewerkschaften Gutes als Sammelpunkte des Widerstandes. Ohne diesen Widerstand bleiben die Arbeitnehmer nichts anderes als eine Menge ruinierter, armer Teufel. Das ist die Qualität der Arbeit. Entscheidet nie darüber, was der Lohn ist, sondern wie haben sich die Leute organisiert in dieser Branche und sonst was, also müssen das machen. Ich glaube, die Krise 2008, 2009 war so existenziell fürs Kapital, dass die Frage, wie bewältige ich überhaupt diese Krise, schon anders war. Da hat man nicht mehr sozusagen das Gefühl gehabt, was man 73 hat, wir müssen gegen die Arbeiterklasse kämpfen, weil die war ja schon mit Hartz-Gesetzen und sonst was alles einigermaßen stillgelegt. Okay. Aber lasst mich jetzt nochmal eingehen von den Sachen, die ich zu Marx gesagt habe. Was heißt das unter den heutigen Bedingungen digitaler und globaler Kapitalismus? Das erste, Wert der Arbeitskraft. Die durchschnittlichen gesellschaftlichen Kosten der Reproduktion bestimmen den Wert der Arbeitskraft. Das war früher bei Marx darauf bezogen, letzten Endes auf einen Nationalstaat. Heute haben wir in vielen Bereichen eine Situation, dass diese Bestimmung des Werts der Arbeitskraft nicht mehr stattfindet innerhalb einer Nation. Warum nicht? Wir haben globale Konzerne, der Ahmed kennt das von Ford, viele kennen das von anderen Firmen, die überall in der Welt sind, die haben eigene sogenannte Human Relation Abteilungen, HR, Personalabteilungen. Die haben Systeme der Bezahlung, zumindest für alle Leute, die weltweit eingesetzt werden und die können sich nicht völlig voneinander abkoppeln. Es gibt für bestimmte Bereiche von IT-Spezialisten, von Piloten in Fluggesellschaften und vielen
Bankern, in Investmentbereichen, da gibt es keinen Lohn mehr, der sozusagen ein deutscher Lohn ist, ein amerikanischer Lohn ist oder ein anderer Lohn ist, sondern da sind sehr starke Ausgleichungsprozesse, die stattfinden, weil diese Arbeitsmärkte schon global geworden sind. Das ist im höheren Segment. Aber auch da sieht man ja, gibt es viele, die sich sozusagen wie die Piloten auch gewerkschaftlich organisieren, sagen wir ja, ein bisschen ständisch, ein bisschen abgehoben. Aber auch die haben erkannt, nur wenn sie sich organisieren, können sie überhaupt ihre Levels halten. Weil hinter dem Preis, sagt der Markt, steht der Wert der Arbeitskraft. Und wenn für bestimmte Arbeitstätigkeiten eher im geringer qualifizierten Bereich die Masse der Arbeitnehmer, die aus ganz anderen gesellschaftlichen Bereichen mit einem anderen Wert der Arbeitskraft kommt, dann hat das Bedingungen, wenn der gesellschaftlich durchschnittliche Wert der Arbeitskraft nicht mehr national definiert wird. Und der zweite Prozess ist die Digitalisierung und der heutige Zustand der Industrie und auch der Globalisierung, nachdem die Systemgrenzen gefallen sind, hat auch noch einen anderen Prozess. Der Unternehmer entscheidet, wo er produziert. Er kann relativ schnell Produktionen aus Deutschland verlagern in andere Gesellschaften der Welt und produziert da auf einem ähnlich hohen Level, zumindest produktionsmäßig. Einleitend die Frage an meine Gäste: Warum hat sich eingreifender, kämpfender Journalismus, wie er von Marx verstanden wurde, also ein Journalismus, der Kritik, Agitation und Propaganda verbindet, heute keine Rolle, spielt er heute keine Rolle mehr? Also, dass wir hier sitzen, zeigt ja eher, dass es noch eingreifenden Journalismus gibt. Also ich würde das jetzt nicht so ganz absolut sagen, dass es keinen eingreifenden Journalismus mehr gibt. Wir bemühen uns ja doch drum und viele andere Kollegen auch. Aber dennoch ist ja nicht zu leugnen, dass sich also speziell in den großen Medien, die sich selber das Siegel Qualitätsmedien geben, von einer großen Meinungshomogenität zu beobachten ist. Und das hängt zusammen mit Fragen von Pressefreiheit, die ungelöst sind. Also, und das sind gar keine neuen Fragen. Schon vor über 40 Jahren hat der spätere Verfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde auf einem juristischen Kongress der SPD gesagt, dass es unter dem Primat von Privateigentum in der Presse keine überzeugende Vorschläge und Antworten für Pressefreiheit gibt. Beides schließt sich aus. Und damit muss man sehen, wie man irgendwie hinkommt. Und man kommt eher schlecht als gut hin. Die Anpassungszwänge sind groß. Sehr viel Selbstgleichschaltung ist zu beobachten. Auf die Gründe werden wir sicher noch kommen. Engagierter Journalismus bedeutet oft, dass man ihn aus einer Minderheitenposition macht, dass man das Risiko eingeht, ausgegrenzt zu werden oder in Medien zu schreiben, die eher eine kleinere Verbreitung haben. Aber auch das macht ja Spaß. In der Theorie soll es so sein, dass durch die Massenmedien möglichst viele gründlich informiert werden und sich das dann im Meinungsteil gut aufspaltet. Und da wird es dann schwierig. Da wird es dann schwierig, wie sich das entwickelt und auch durch den ökonomischen Druck, werden wir ja sicherlich auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, auch wenn es dann um die Selbstbeschränkungen geht, durch den ökonomischen Druck wird es eben sehr, sehr schwieriger, klare Haltung zu zeigen, klar zu polarisieren, weil die Leserin, der Leser oder die Konsumenten insgesamt sind gegen klare Haltung zuweilen etwas allergisch. Das Problem ist nur, dass sie das alles tun unter der Fahne der Objektivität, der Überparteilichkeit und so weiter. Also wenn ich mir die Berichterstattung, die aktuelle zu Syrien oder den Giftmischereien in London angucke, dann überbietet das alles, was ich je für möglich gehalten habe und ich habe viel für möglich gehalten. Das ist journalistisch auf eine Weise unterirdisch. Ich habe zum Teil auch den Eindruck, dass die Medien die Politik vor sich hertreiben. Ich will damit nicht sagen, alles ist herrlich und wir haben eine ganz wunderbare Presse und nichts könnte besser sein. Nur mir ist das zu pauschal, was bisher geäußert wurde, zu negativ, zu sehr die Guten, Frau Baumrandl, die der Bewegung. Wir sind halt eine kleine Minderheit und wir werden daran gehindert, richtig erfolgreich zu sein. Das halte ich für falsch. Dass Objektivität nicht möglich ist und Objektivität eine Chimäre ist,
Das liegt daran, dass man natürlich ganz automatisch das eigene Weltbild mittransportiert, übrigens nicht nur das Weltbild des Verlages, für den man arbeitet. Ob ich eingreifen will oder nicht, ist erstmal die zweite Frage. Die erste Frage ist, was ich schreibe, drückt mein Weltbild aus, selbst wenn ich das nicht will. Und das ist etwas, womit man erstmal als Journalistin, als Journalist und übrigens auch als Leserin und Leser, darüber muss man sich erstmal klar werden, bevor wir darüber reden, was alles korrigiert werden muss und verbessert werden muss. Wir haben im Moment eine Legitimationskrise der Medien, die auch damit zu tun hat, dass sich einfachere Leute, sage ich jetzt mal gemeine Leute, nicht mehr oder angeblich nicht mehr in dem gespiegelt sehen, was Journalisten schreiben. Und es hat natürlich dann auch zum Aufstieg der AfD, zum Aufstieg von Pegida und so weiter mitgeholfen. Also man kann immer überlegen, ob bestimmte Themen nicht aufgegriffen werden. Es gibt auch dazu Untersuchungen, woher kommen eigentlich wir Journalistinnen und Journalisten? Wir haben sozusagen unsere gelebte Filterblase ein Stück weit. Also in der Tat gibt es immer wieder Themen, die möglicherweise von uns zu wenig beachtet werden. Und das ist auch eine Frage, die wir uns selbstkritisch auch durch diese Diskussionen, die gesellschaftlich im Moment laufen, immer wieder stellen. Auf der anderen Seite muss man eben aufpassen, das Kind da nicht mit dem Bade auszuschütten. Und diese Haltung, dass man eben sagt, naja, eigentlich haben die Medien, eigentlich hat professioneller Journalismus ja keine Gatekeeper-Funktion mehr, er hat gar keine Berechtigung mehr, eine Gatekeeper-Funktion für sich wahrnehmen zu wollen. Das ist eine Haltung, die finden wir sogar mittlerweile im Kanzleramt. Im Bundeskanzleramt hat jüngst, gerade in dieser Woche ist das bekannt geworden, wir haben es als DJV auch kommentiert, ein Abteilungsleiter genau das niedergeschrieben. Auf der anderen Seite ist es doch tatsächlich immer noch so, dass Massenmedien immer noch verbinden. Der entscheidende Punkt ist doch heute, dass sie alle diese deutschen Blätter vollkommen untereinander austauschen können und sie sehen es ja auch am Personal, also von Taz bis FAZ, Welt, Spiegel und Bild und Bundesregierung, gibt es fließende Übergänge in alle Richtungen. Also Bild würde ich da vielleicht doch nicht nennen. Augenblick. Also Bild-Chefredakteur sollte Spiegel-Chefredakteur werden, Bild-Chefredakteure werden Pressesprecher der Bundesregierung. Also dass die Bild da nicht mitspielen darf, nö, die gehört genauso dazu. Jetzt kommt noch eine kleine Verschlimmerung dazu. Das Ganze geht von Madrid bis Oslo und von Dublin bis Athen. Und überall finden Sie dieselben Meinungen, zumindest zu außenpolitischen Themen und so weiter und so weiter. Meine Beobachtung ist, dass es ein Austausch, der schon, also auch der Personen, der einzelnen Medien gibt, die völlig beliebig geworden ist. Also mir geht es persönlich auch so, ich kann gar nicht so viele Nachrichten hören und lesen, wie ich mich beschweren möchte. Und das ist aber ja kein rein persönlicher Eindruck, sondern es gibt ja Analysen, es gibt Umfragen, also selbst Angela Merkel hat sich unlängst auf einer Mediennacht besorgt darüber geäußert, dass etwa 60% der Fernsehzuschauer eine Vertrauenskrise haben. Dieser Aufstand der Leser und Zuschauer, Zeitungen und die Öffentlich-Rechtlichen, was mich am meisten schmerzt, denn die haben einen bestimmten Sendeauftrag. Der ist gesetzlich festgelegt und der besagt, dass sie eine umfassende, meinungsbildende Funktion, Informationsverpflichtung haben, dass sie eine kulturelle Verpflichtung haben, eine Bildungsverpflichtung. Und meines Erachtens kommen die öffentlich-rechtlichen Medien dieser gesetzlichen Aufgabe zurzeit nicht nach. Ich würde gerne noch mal eingangs auf Ihre Frage 3 Punkte nennen, wenn Sie erlauben. Sie haben die AfD genannt. Ja. Es gibt 3 Mechanismen meiner Ansicht nach, die sich da durchgesetzt haben. 2 davon hängen mit der AfD zusammen. Durch die ungeheure Beschleunigung, die halte ich nicht für veränderbar, die durchs Internet weiter vorangetrieben wurde, die hat es vorher schon gegeben. Also die Erfindung der elektronischen Medien, Hörfunk, hat es auch ungeheuer schon vorangetrieben, ist die Halbwertszeit von Geschichten noch kürzer geworden. Das Bedürfnis, auch im Konkurrenzkampf, immer schneller, die immer süffigere Nachricht zu haben, hat auch dazu geführt, das ist übrigens inzwischen einer ganzen Menge Kolleginnen und Kollegen auch klar, dass die AfD
auch bei den Leuten, die sie ganz grässlich fanden, aber irgendwie sexy war. Das heißt, das war jetzt absichtlich zugespitzt formuliert, dass man Vertreter gerne in die Talkshows eingeladen hat, in die Hörfunkrunden eingeladen hat, weil es war was Neues. Und alles, was neu ist, wird von Medien, egal welcher Couleur, im Moment noch begieriger aufgegriffen als in der Vor-Internet-Zeit. Ich bin keine Kulturpessimistin, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass langfristig oder vielleicht sogar schon mittelfristig das Bedürfnis nach seriösem Journalismus wieder steigen wird, dass es gerade weil es so viele Fake News gibt und weil im Netz ja jeder alles behaupten kann, dass es auch der Bedarf an gut ausgebildeten Journalistinnen und Journalisten steigt. Aber dass erstmal, wenn jeder alles schreiben und behaupten kann und alles im Netz zu finden ist, dass dieses erstmal das Misstrauen gegenüber etablierten Medien verstärkt, gerade bei Leuten, die vielleicht die Mechanismen auch nicht so genau durchschauen. Ja, fangen wir mit dem Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen an. Ich muss vorwegschicken, ich arbeite seit 21 Jahren für die Anstalt, also für den Westdeutschen Rundfunk hier in Köln, bin also da so halb objektiv. Ich finde auch solche Dinge gehören einfach dazu. Ja, wir haben zu häufig beispielsweise, der Klassiker ist der Reiseteil der Zeitungen, aber wir haben es auch im politischen Bereich, wo dann auch Journalistinnen und Journalisten, die mittlerweile müssen die Verlagshäuser meist selbst zahlen, war früher auch nicht so, aber von Politikern mitgenommen werden auf lange Reisen. Auch das sollte man klar und deutlich labeln, das sollte man drunter schreiben, nicht nur im Reise- oder im Autojournalismus. Deswegen, wie gesagt, das vor der Klammer. Ich beobachte auch einen Trend, und jetzt schalte ich nochmal kurz um auf meine wissenschaftliche Rolle. Ich habe mir letztens einen Spaß gemacht, eine Bachelorarbeit in Auftrag zu geben, wo die sogenannte Vollpass-Studie, das ist eine Studie für die Landesanstalt für Medien hier in Nordrhein-Westfalen vom wissenschaftlichen Kollegen Herrn Vollpass, der RTL West und Sat.1 NRW untersucht auf die Anteile von Politik und Wirtschaft und Kultur. Und die gibt es jetzt seit, ich glaube, 13 Jahren. Am Anfang war das ganz verheerend und unter diesem Druck, da hängt nämlich die Lizenz dran. Also wirklich eine relevante Studie. Unter diesem Druck hat sich auch da was geändert. Und ich hatte subjektiv den Eindruck, weil ich hauptsächlich auch Politikberichterstattung mache, subjektiv den Eindruck, dass es irgendwie bei den Öffentlich-Rechtlichen weniger wird, dass es mehr Buntes gibt, dass die Eispreise und die Rübenernte wichtiger sind als das, was im Stadtrat passiert. Das war mein subjektiver Eindruck. Und habe dann mal die Vollpass-Studie, also genau das Setting auf dem WDR anwenden lassen, auf die Lokalzeit Köln, nochmal, für die ich selbst auch arbeite, und die Aktuelle Stunde. Ich könnte ein bisschen zugespitzt sagen, naja, der WDR hätte schon einen gewissen Erklärungsbedarf, wenn er ein privater Sender wäre und bei der LFM die Lizenz verlängern wollte. Aber ich hätte nicht gedacht, das war etwas, worauf ich mich eigentlich am meisten gefreut habe nach der Wende, dass ich jetzt endlich mal sagen kann, was ich will. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich in den letzten 25 Jahren auf so viel Blockaden, so viel Zensur, so viel zusammengestrichene und ins Gegenteil verkehrte Interviews, Texte, die ganz abgelehnt wurden, Themen, die abgelehnt wurden, dass ich darauf gestoßen bin, darauf war ich wirklich nicht vorbereitet. Ich bin in allen Medien auf Zensur gestoßen, auch in linken Medien. Den Öffentlich-Rechtlichen, das wird hier vorgeworfen, es findet mehr oder minder Selbstzensur oder Zensur statt, oder zumindest es wird eine einseitige Berichterstattung. Was ist die Alternative? Es gibt ja Modelle zum Beispiel wie, also es gibt jetzt die neuen Modelle, das wäre auch so eine Frage von Rechercheverbünden, wo es darum geht, dass eben die Medienhäuser und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das kennen Sie alle, jetzt anfangen zu recherchieren zusammen, um eben Ressourcen zu sparen. Ist das eine Alternative? Also die Öffentlich-Rechtlichen finanzieren sich zu 85% aus Beiträgen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Also die sind eigentlich völlig abgesichert. Und deshalb verstehe ich überhaupt nicht, warum die sich in diesen Konkurrenz- und Quotendruck begeben. Das hätten die gar nicht nötig. Die sind nicht abhängig von Werbekunden. Von mir aus müssen die ausgebaut werden, besser gestellt werden, aber dann auch qualitativer werden. Dann haben wir Zuschauer auch wirklich ein Recht, was zu verlangen. Vielleicht müssen wir uns auch wirklich mehr einmischen. Meine Erfahrung ist schon, dass die Deutungshoheit schon
von denen ausgeht oder zumindest von denen stark beeinflusst wird, die das Geld haben. Es ist so. Und es ist nicht so, dass das dann in der Redaktionskonferenz befohlen wird oder wie auch immer. So läuft es nicht. Es läuft A über Strukturen, da haben wir ein bisschen drüber geredet, aber es läuft auch darüber, und vielleicht, das ist eine Ergänzung vielleicht zu Walter von Rossum, Journalisten sind auch sehr nah an der Macht und sie wollen von der Macht geliebt werden. Das ist einfach so. Und das Schlimmste ist, davon ausgeschlossen zu werden. Und wenn man sich entschließt, nicht nah an der Macht zu sein, ist man ein Schmuddelkind, ein journalistisches Schmuddelkind. Dann wird man nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen. Das ist auch, das ist kränkend, das ist auch persönlich kränkend und nicht nur karrierehindernd und auch nicht nur finanziell, hat nicht nur finanzielle Folgen und so weiter. Es ist wirklich, es ist auch schwierig. Karl Marx, was jetzt im Mai stattfinden wird. Aber man muss sich das noch mal kurz vergegenwärtigen, bevor wir auf das Thema Kommunismus oder Kommunisten zu sprechen kommen. Es ist 170 Jahre her, dass die Herrschenden Angst vor dem Kommunismus hatten. Davon sind wir weit entfernt. Die Fragen, die trotzdem bleiben, und das sind auch die Fragen, die uns jetzt hier auf diesem Podium gleich beschäftigen werden, ist: Wie könnte denn eine andere Welt möglich sein, wenn diese Alternative zu der herrschenden Welt, zu den gegenwärtigen Verhältnissen, etwas grundsätzlicher sein soll? Und vor allen Dingen angesichts der Geschichte, die, wie ich finde, für Linke relevant sein sollte, in einer selbstkritischen Rückschau, was da alles unter Kommunismus lief, nicht unbedingt erstrebenswert erscheinen lässt. Meine erste Frage geht an Jan. Ich habe im Vorfeld von Jan einen Text bekommen, den ich aufmerksam gelesen habe, und mir ist eine Frage darin aufgefallen, die ich kurz vorlesen möchte. Die Frage von Jan war: Wie schaffen wir es, unsere gesellschaftlichen Verhältnisse so zu organisieren, dass wir unsere Arbeitstätigkeit gemeinsam und demokratisch daran ausrichten, was gesellschaftlich sinnvoll ist, und das gesellschaftliche Produkt entsprechend der Bedürfnisse verteilen? Das ist die Frage. Und ich frage Jan, wie kommst du drauf, dass das jetzt nicht so ist? Wir leben irgendwie in einer Welt, wo es Armut gibt, hier in Deutschland, überall anders. Wir leben in einer Welt, wo es massive Geschlechterungerechtigkeiten gibt, Rassismus gibt und so weiter und so fort. Und dass das alles irgendwie einen Zusammenhang hat damit, wie wir unser Leben produzieren, unsere Gesellschaft, also unsere gesellschaftlichen Verhältnisse gestalten, das finde ich ist sehr offensichtlich. Und man braucht, um auf den Titel hier einzugehen, für die Vorstellung, wie man da rauskommt, eine Utopie, oder es reicht eine Utopie, um sich, also man muss rausgucken, es ist offensichtlich, dass es falsch, wie es ist, und man braucht. Mit einer Utopie kann man sich sehr leicht mal klar machen, wie es besser sein könnte. Das zu erkennen, dass es noch einen zweiten Grund gibt, warum wir gerade nicht unsere Produktion sinnvoll einrichten und warum man das ändern sollte, dafür brauchen wir, glaube ich, Marx. Und das ist die Feststellung, dass die Art und Weise, wie wir gerade unsere Produktion organisieren, nicht unseren Fähigkeiten entspricht. Das heißt, dass wir einen geschichtlichen Fortschritt gemacht haben in den Fähigkeiten, in unseren Fähigkeiten, unser Leben zu produzieren, und die Art und Weise, wie wir unsere gesellschaftlichen Verhältnisse gerade einrichten, dem nicht entsprechen. Und der zweite Punkt, dafür braucht man Wissenschaft, einen wissenschaftlichen Sozialismus, braucht man die Erkenntnisse, die unter anderem Marx uns mitgegeben hat. Friederike. Also, du giltst als eine der prononziertesten Vertreterinnen der Commons, die man quasi so ein bisschen schon lesen könnte als Antwort auf diese Frage. Wäre eine mögliche. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz schildern, was du unter Commons eigentlich verstehst und inwiefern das eine Lösung wäre, da aus dem, wo wir jetzt befangen sind, rauszukommen. Ich glaube eben, deshalb auch dieser Titel, warum das gute Leben für alle Tauschlogik frei sein muss, was ja eine Form von Kommunismus wäre. Es wäre eben eine Gesellschaft ohne Marktlogik, weil
jede Marktlogik erstens Konkurrenz und damit strukturellen Hass und damit Entfremdung unter Menschen bewirkt und weil sie zum anderen aber auch immer bedeutet, man muss die anderen auskonkurrieren, das heißt, man muss möglichst durchrationalisieren, das heißt, dass die Sorgetätigkeiten nie so produktiv sein können, dass man immer Menschen konstruieren wird, die sozusagen tiefer in der Gesellschaft stehen und dies übernehmen und dass man immer gezwungen ist, um seinen Konkurrenten auszukonkurrieren und wenn es auch noch eine scheinbar so gerechte Marktwirtschaft wäre, dass man eben möglichst viele unterbezahlte und unbezahlte Tätigkeiten von Menschen oder auch von Natur oder was auch immer da mit einbezieht. Und deshalb kann es keine gerechte Verteilung eines ungerecht erstellten Produktes geben. Und man muss eben wirklich fundamental schon mal ansetzen an den Produktionsverhältnissen. Mhm. Aber Staatseigentum ist jetzt auch nicht die Lösung. Aber du hast dann einen Satz gebracht, den ich nochmal ganz kurz hier aufspießen möchte, nämlich die Auflösung des Problems bleibt unklar. Jetzt ist aber die Sache ganz eindeutig, das eben Staatseigentum, also ich glaube, das ist ja, glaube ich, auch wahrscheinlich ziemlich unstrittig, also bei Marx ist ja gar nicht so genau erläutert, was dieses Gemeineigentum dann sein soll. Diese ganze Vorstellung, dass von Marx ein Sozialismus oder Kommunismus-Utopie ausformuliert worden ist, ist ja sowieso totaler Quatsch, also wer Marx kennt, weiß, dass es so nicht stimmt. Aber das Problem ist natürlich, dass die Linke hinterher eigentlich sehr klar formuliert hat und sehr klar gemeint hat, verstanden zu haben, wie eine politische Umsetzung erfolgen muss und da spielte eben Staatseigentum eben die zentrale Rolle und eben auch diese Vorstellung, dass es dann einen zentralen Planungsapparat gibt, der das dann umsetzt. Und da kann man, glaube ich, relativ eindeutig sagen, das beseitigt zwar bestimmte Probleme, aber schafft viele neue. Weil natürlich die politische Bürokratie, die konzentriert eigentlich noch eine größere Machtfülle bei sich. Und außerdem gibt es ja noch das Problem, der bürgerliche Staat hat immerhin eine Trennung zwischen politischer und ökonomischer Herrschaft. Im staatssozialistischen Bürokratie fällt es in eins. Und dadurch ist, glaube ich, vieles angelegt, was dann über 70, 80 Jahre lang sich fürchterlich entwickelt hat und sich auch immer wieder ähnlich entwickelt. Wenn man sich Venezuela anguckt, wo die Reformen ja auch in erster Linie über den Staat abgewickelt wurden, da haben sich die Probleme identisch wieder so herausgebildet wie in allen anderen staatssozialistischen Experimenten. Deswegen würde ich behaupten, die Vergesellschaftungsfrage ist bis heute eigentlich nicht geklärt. Die Linke, und das ist auch der Grund der Krise, die Linke hat keine wirklich zu Ende durchdachte Vergesellschaftungsstrategie. Michael, was würdest du sagen, inwiefern sitzen wir dann hier auf einer Marx-Konferenz und reden über Alternativen, wenn man jetzt diesen Stimmen Glauben schenken will, die sagen, man findet dazu gar nichts bei Marx? Mal so zugespitzt jetzt gefragt. Was wir am Kapitalismus kritisieren, das sind keine Kinderkrankheiten, keine Übergangsphänomene, die man dann mit der Zeit beseitigen wird, sondern das sind strukturelle, innerhalb des Kapitalismus nicht zu überwindende Probleme. Punkt 1. Punkt 2, wo uns Marx durchaus hilft, ist schon die Frage, was ist eigentlich Kommunismus, was gehört dazu? Es ist vollkommen richtig, Raul hat es ja gesagt, es gibt bei Marx nicht ein ausformuliertes Modell. Der Marx hat ein Buch geschrieben, Das Kapital und nicht etwa Der Kommunismus. Trotzdem finden wir eine ganze Menge recht grundsätzlicher Überlegungen zu einer kommunistischen, nicht-kapitalistischen Gesellschaft. Und dabei werden, glaube ich, ein paar sehr grundlegende Eigenschaften klar. Also eines, was wohl selbstverständlich ist, dass so dieses innerbetriebliche kapitalistische Herrschaftsverhältnis, der Marx spricht im Kapital auch von Despotie, beseitigt werden muss. Innerbetrieblich, die Organisation, das spricht der Marx auch an im Kritik des Gotha-Programms, ist eine genossenschaftliche. Genossenschaftlich, da sind wir gleich bei der Eigentumsfrage. Genossenschaftliches Eigentum ist kein Privateigentum, das geht eher so in die Richtung, wie Friederike Eigentum und Besitz unterschieden hat, also die Genossenschaft, die mit gesellschaftlichen Produktionsmitteln produziert, besitzt diese Produktionsmittel, entscheidet darüber, was damit gemacht werden kann,
aber es ist nicht ihr Eigentum. Es ist auch kein Staatseigentum, weil dieses Staatseigentum ist im Grunde genommen nur eine andere Form des Privateigentums. Das ist nicht ein privater Akteur, sondern der Staatsakteur. Durch diese Verwaltung eine ungeheure Machtfülle anhäufen können. Also wenn das eine zentrale Instanz ist, die da alles verwaltet, dann gute Nacht, Licht aus. Also insofern Formen dezentraler Kooperation und Planung wäre der zweite wichtige Punkt. Und der dritte Punkt, da bin ich wieder bei dem Anfangspunkt von Jan, was ist das Ziel der Produktion? In der kapitalistischen Produktion Profitmaximierung. In einer kommunistischen Produktion Bedürfnisbefriedigung. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Es geht ein bisschen genau um diese, wie setzt man sowas um? Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es so wichtig ist, mit der Utopie jetzt anzufangen zu leben, weil sie nämlich die neue Gesellschaft in Bewegung entstehen muss, weil wir sie uns nicht am Schreibtisch ausdenken können. Und von Bernd Rixinger, Vorsitzender von der Linken, gibt es ja diesen Begriff, der leider in der Partei nicht mehrheitsfähig war, aber den ich sehr richtig finde, das Infrastruktursozialismus. Ich finde, das ist ein Punkt, wo man sehr konkret ganz schnell das umsetzen könnte in ein politisches Projekt und sagen könnte, wir kämpfen jetzt als Nazi dafür, dass so ein Infrastruktursozialismus als Begriff etabliert wird und dass wir da auch Erfolge erzielen. Also wir brauchen auch als Linke einen Umgang, wo wir einerseits für konkrete Ziele kämpfen, aber auch gleichzeitig unser Gemeinschaftsleben verändern. Und ich glaube, das können wir durchaus im Hier und Jetzt.